Willkommen zu meinem neuen Video. Ich stelle euch meine kleine VHS-Zoologie-Sammlung. Also ganz wichtig, nicht die VHS-Videokassetten, sondern die VHS-Zoologie. VHS-Zoologie. Zoologie von Horror-Anthologie-Filmen, bei denen es quasi um die thematisch mit VHS zu tun haben. Das heißt, sie sind ein bisschen im VHS-Stil gemacht und die handeln teilweise auch von Videokassetten. In jedem dieser Filme geht es darum, dass irgendwo eine VHS-Sammlung gefunden wird und auf dieser VHS-Sammlung befinden sich erschreckende Filme und das sind entsprechend die Kurzfilme, die in diesen Anthologien entsprechend sind. Die Trilogie besteht aus VHS, SVHS oder VHS 2 und VHS Viral. Ich hatte Glück, ich habe diese drei Mediabooks bekommen. Die sind alle von völlig unterschiedlichen Publishern, was seltsam ist. Das heißt, verschiedene Publisher haben da Rechte auf einzelnen Teilen. Fangen wir mal mit den, genau, und dann noch zwei Ergänzungen. Fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Und zwar, das ist dann VHS, genau. So, genau, und zwar das Mediabook VHS. Diese Publisher kenne ich, also da habe ich von denen an sich nicht noch nicht so viel. Genau, das ist von Splendid selbst. Das hat so ein J-Card, also so ein Angabenblatt. Und ein, genau, das ist wie bei den guten Steelbooks, das hat dann keine Angaben. Das, was ich auch bei Cape Life Mediabooks ziemlich mag. Da keine Angaben da auf den Mediabooks bedruckt sind. So. Und das ist Blu-ray und DVD. Und das ist eigentlich bei allen. Das sind alles nur 2-Disc-Mediabooks. Genau. Hier wird ein bisschen was über die Filme erzählt. Wobei erzählt ist zu viel gesagt. Das sind vor allem Sprüche. Also erzählt wird hier ein bisschen, ne? Diesem Text und ansonsten sind es vor allem einfach nur Bilder. Genau. Einfach nur Bilder. Ja, diese Videokassette, die sollen wir uns merken, weil dazu werde ich noch ein bisschen was erzählen. So. Genau. Ja, ein schönes Mediabook. So, dann haben wir hier. Ja, ich mache das am dümmsten. Ich fange mal nicht damit an, sondern ich fange mal mit VHS Viral, mit dem dritten Teil, weil den zweiten Teil, da stelle ich die beiden zusammen vor. So, VHS Viral enthält, genau, ist wieder von einem anderen Publisher wiederum. Hier ist die Limitierungsnummer hinten dran, limitiert auf 3000 Stück, also an sich nicht so selten. Wie gesagt, ich glaube, die meisten davon sind österreichische Editionen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber. Aber die haben jetzt keine vernünftige FSK-Freigabe in Deutschland. Warum auch immer, weil so brutal, für so brutal finde ich diese Filme jetzt nicht. So, und da ist jetzt ein bisschen das Media, also das Buchteil. Das Interessante ist, dass hier in diesem Buchteil über sämtliche Kurzfilme in allen drei Anthologien erzählt wird. Genau, das heißt, da ist zum Beispiel Daten zu, also Inhalte zu den VHS 2 und VHS 1 Filmen. So, ja, auch das gleiche. Blu-ray DVD. Ja, auch ein sehr schönes Mediabook. Was ziemlich gut ist, das sind diese Standard Poster im Endeffekt von den Filmen. So, und zu VHS 2 habe ich an der Stelle gleich zwei Ausgaben. Die sind von LFG. Ich will ganz ehrlich sagen, das sind, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue, auch die einzigen Sachen, die ich von LFG habe. Weil oft haben diese Publisher, also das ist jetzt einfach so meine Sache, oft haben diese Publisher teilweise nur recht obskure alte Horrorfilme im Programm, die mich jetzt nicht sonderlich interessieren. Also da zeige ich mal kurz die Hinterseite, auch bedruckt. Genau. Und das ist ein Mediabook.
So, das ist jetzt die Hinterseite. Und das ist jetzt das Mediabook von der The Hard Art Collection von LFG. Und das ist Limited Collectors Edition von LFG. Genau, und das ist die. Moment, ich probiere es mal, das besser zu machen, das mehr Licht in die Sache zu bringen. Und zwar, die beinhaltet tatsächlich das Media, ein Mediabook, einen großen Poster und eine VHS-Videokassette. Und das ist tatsächlich keine VHS-Edition, sondern ist tatsächlich eine waschechte Videokassette. So, Moment, das kann ich dir mal kurz hier zeigen. Hier sieht man das Mediabook und die Videokassette und dazwischen ist ein Poster. So, hier ist das riesige Poster. Habe ich hier ein bisschen ausgebreitet. Puh, ich weiß nicht, ich glaube, das könnte sogar DIN A1 sein. Ja, das ist quasi das Artwork, das Standard-Artwork von dem von VHS2. So, jetzt habe ich, genau, das Poster habe ich jetzt wieder zusammengelegt. Hier ist die Videokassette, darauf komme ich dann später. Und jetzt wollte ich nochmal die, genau, und das ist jetzt das Mediabook, das ich separat gekauft habe. Und das ist VHS2 Mediabook, was in der Limited Collectors Edition lag. Und jetzt habe ich nochmal VHS und VHS Viral, also den dritten Teil, dazugelegt. Und man sieht, die passen ziemlich gut zusammen, vor allem der zweite und der dritte, obwohl sie von unterschiedlichen Labels sind. Und besonders weil eben die Poster, also die aussehen wie Schädel, ebenso zueinander passen. Also die sehen jedes Mal aus wie Schädel und bestehen allerdings aus Videokassetten, das auf unterschiedliche Art und Weise. Das heißt, hier sieht man so ein Regal mit Videokassetten, mit beschrifteten Videokassetten. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also das ist hier so ein Standardpost. Das heißt, ihr könnt das jederzeit im Internet auch finden. Da sind irgendwelche Überreste von einer Videokassette, die hier zu Schädel geformt wird. Und hier sind es Bandschnipsel, die dann zu so einem Schädel geformt werden. Okay, genau. So, und jetzt vergleiche ich mal kurz diese beiden Mediabooks. Also, wie gesagt, das ist das separate Mediabook, den ich separat habe. Gekauft habe mit den beiden anderen zusammen. Hat 45 € gekostet, war ziemlich okay. 15 € pro Mediabook. Nicht so wie irgendwelche 70 € Mediabooks, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis schon gar nicht mehr stimmt. So, und man sieht, die sehen so völlig unterschiedlich aus. Genau, beide von LFG. Und als ich es gekauft habe, dachte ich auch, das sind ja völlig unterschiedliche Mediabooks, aber das stimmt nicht. Das ist tatsächlich zwei unterschiedliche Kaufvarianten von von dem gleichen Mediabook. Was sehr ungewöhnlich ist, ist, dass dieses hier glänzend ist. Normalerweise ist es ja bei Kaufvarianten eigentlich einheitlich, dass sie entweder glänzend oder nicht glänzend sind. Und das ist hier komplett matt gehalten. Und Spine ist auch völlig unterschiedlich. Genau, sieht völlig anders aus. Genau. Ja. Und hier hinten allerdings merkt man, okay, die sehen jetzt hier ein bisschen unterschiedlich, aber ansonsten sind sie gleich. Und ich werde sie gleich aufmachen und man wird sehen, das Innenleben ist an sich nahezu identisch. So. Genau. Ich mache das nur bei einem auf, weil die sehen quasi vom Innenleben gleich aus. So, wir haben hier DVD und Blu-ray. Genau, mit unterschiedlichen Artworks, finde ich ziemlich cool. Und hier das Booklet ist in Form einer Videokassette gemacht worden. Genau, und da sind ein bisschen wurde ein bisschen was zu diesen Filmen dann erzählt. Und hier haben wir was Cooles. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das hier sieht. Moment, schauen wir kurz nach. The Ride in the Park. Die Kurzgeschichte The Ride in the Park. Ne, sieht man hier trotzdem nicht. Also,
zum Verständnis, dieses Artwork ist nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern das stammt aus dieser Kurz, also ist aus dieser Episode The Ride in the Park. Und das ist tatsächlich ein Fahrradfahrer mit so einer GoPro-Kamera und so einem Helm drauf. Und man sieht hier auch ein Fahrrad. Genau, das heißt, es ist so kreativer gestaltet. Also ich finde dieses Artwork absolut, absolut super. Also ich finde, es ist wirklich eines der schönsten Mediabook-Artworks. Genau. So. Aber ich finde es schön, dass sie dann diese beiden Cover-Varianten haben. Es wäre schade, wenn das die gleiche Cover-Variante wäre, wie die, die in der Collector's Edition ist. So. Wunderbar. So. So, jetzt kommen wir noch zu einem Gimmick. Und dieses Gimmick ist entsprechend so eine Videokassette. So eine waschechte Videokassette. Die Älteren werden sich erinnern. Also ich habe da noch solche Videokassetten tatsächlich noch aufgenommen und gekauft auch. Ich habe im Keller so eine ganze Schachtel mit alten Videokassetten stehen. Da ist nichts Wertvolles dabei. So, das ist so eine Videokassette, also wirklich keine VHS-Edition. Genau, man sieht da hier, kann man drauf drücken. Hier sieht man das Band. Ich habe zwar noch uralte Videorekorder zu Hause stehen, aber die habe ich, glaube ich, schon seit 10 Jahren nicht mehr verwendet. Ja, die Qualität ist einfach nicht. Also ich bin jetzt kein Enthusiast von VHS-Videokassetten. Ich finde das cool, sondern zu haben. Aber ich muss sie nicht anschauen. Dazu würde ich gerne noch ein paar Worte sagen. Und zwar, man sieht hier dieser Druck, man sieht, dass es quasi, ja, es sieht nicht original aus. Er sieht, dass es quasi irgendwo bedruckt wurde. Hier, was richtig cool ist, ist die Limitierungsnummer. Ich habe die Nummer 643 von 999. Genau, ich wollte jetzt kurz nachschauen. Ich glaube, das ist die einzige Stelle, wo die Limitierungsnummer war. Genau, das heißt, die Limitierungsnummer ist auf der explizit auf der Videokassette drin drauf. So, und jetzt eine Fangfrage, ne? Warum ist es jetzt kein Original? Ganz einfach. An der Stelle sieht man, dass es kein Original ist, ne? Weil originale Videokassette, als es noch wirklich industriell hergestellt wurden, da fehlte dieses Style komplett. Das hier nämlich sorgt dafür, dass man diese Kassette nicht überschreiben kann. Nicht überschreiben darf. Das heißt, wenn man die überschreiben will, dann klebt man es halt zu, ne? Und das fehlt natürlich bei den Original-Videokassetten, weil man will die ja nicht überschreiben, wenn man die schon gekauft hat. Ne? Und hier ist es da. Das bedeutet im Endeffekt, dass die einfach einen Vorrat aus alten Videokassetten gekauft haben und die einfach selber bedruckt, beschriftet und bespielt haben. Weil sie nicht maschinell, sondern per Hand. Naja, gut. Ja, nee, aber ist ein schönes Gimmick. Die war jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer. So. Genau. So, jetzt last but not least. Hier liegt noch eine Box, die ein bisschen so ähnlich ausschaut wie die, genau, wie die hier, wie dieses Mediabook hier. Das ist VHS Trilogy Blu-ray Box. Und die ist, genau, die ist von Midnight Factory. Das ist ein Label, das ich ziemlich mag. Das man sieht hier auch geschrieben in wunderschön verständlichen Contiene la Trilogia completa in Blu-ray. Ich hoffe, ich habe das richtig gelesen. Wahrscheinlich nicht. Das ist italienisch. Hergestellt von Koch Media. Und Koch Media ist da ziemlich, also offenbar in Italien ziemlich präsent. Und da habe ich einige Editionen von diesem Midnight Factory. Die sind teilweise auch ziemlich günstig inzwischen. Die bringen in letzter Zeit auch etliche tatsächliche Mediabooks. Mediabooks sind ja eher in Deutschland so verbreitet. Aber die bringen da so besondere Mediabooks mit Schuber in Italien raus. Und das ist aber ein bisschen ältere Edition. Und die hat nur ein MRA drin. Genauso jetzt von der anderen Seite. Übrigens, woran erkennt man, dass es italienisch ist? Naja, an diesem holographischen Dings da. Ja, analog zu unserem FSK-Flatschen wahrscheinlich. Das ist dann sämtliche italienischen Editionen dabei. Warum auch immer. So. Genau. Und hier haben wir diese Videokassette. Das ist entsprechend eine Emery, eine dicke Emery mit drei Discs drin, die in Form einer Videokassette gemacht wurde. Ziemlich cool. Dazu würde ich gerne zwei Sachen zeigen. Und zwar, man sieht hier,
Das sieht ein bisschen so aus wie im Mediabook. Oh, Moment. Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen, Scheide. So, und da sieht man, das ist die gleiche. Im Endeffekt, also VHS ist genauso gleich geschrieben wie VHS. Hier und hier im Mediabook. Genauso richtig blutig. Ja. So. So, genau, die mache ich jetzt mal auf. Und da sind die ganzen, die drei Discs mit bekannten Artworks. Die von Extras her sind die deutschen Mediabooks auch besser. Ja, außer dass die deutsche Tonspur natürlich dabei ist bei den deutschen Mediabooks. Hier ist nur Italienisch und Englisch drauf. Und da waren noch extra, noch bestimmte Extras. Zum Beispiel waren, glaube ich, bei VHS Viral noch zusätzliche Episoden in den Mediabooks drin. Ja, aber das ist eine schöne Edition. Und jetzt dazu gibt es noch ein kleines Booklet. Das Problem bei diesen Booklets, die in Emirates drin sind, dass sie häufiger beschädigt werden. So, da blätter ich einfach ein bisschen mal durch. Dieses Artwork ist zum Beispiel auch Alternativ-Artwork von einem Mediabook. Ja, das wollte ich explizit nicht haben, das schaut ziemlich hässlich aus. Das, was hier dargestellt ist, ist im Endeffekt ein dunkler Raum, wo der Typ VHS-Videokassetten anschaut. Ja, genau. Also das ist so ein ganz kleines Booklet. Also nichts Besonderes. Alles in super verständlichem Italienisch. Für diejenigen, die Italienisch schon sprechen können. Genau. So, und jetzt vergleiche ich nochmal kurz die Videokassette mit dieser Fake-Videokassette. Das ist immer diese Frage bei den VHS-Editionen, sind die gleich oder nicht gleich? Nein, sie können gar nicht gleich sein, ne? Weil die VHS-Videokassette ist von der Größe, von der Breite her gleich, aber von der Höhe her nicht, ne? Genau, ich kann da nochmal kurz hier so durchgehen. Genau, man sieht hier diese Marken sind die gleichen, ne? Wirklich wunderschön gestaltet. Aber dieses Ding ist trotzdem breiter. Das hat einfach einen Grund, nämlich eine Disk ist eben höher. Das heißt, eine Disk könnte in eine echte Videokassette leider niemals reinpassen. Deswegen müssen diese ganzen VHS-Editionen müssen immer etwas breiter sein. So. Ja, das wär's für heute mit VHS und bis zum nächsten Mal.